Oh Mann. Verpennt haben wir. Jetzt ist 8.03 Uhr. Immerhin pünktlich im Auto. Ne? Schauen wir mal, fahren wir mal los. So, ich laufe jetzt erstmal zum Trödler und schau mal, ob der noch was hat. Bezahlen muss ich da auch noch was. Kam die Arbeit dazwischen, melde mich gleich nochmal. So, also im Trödelladen war ich gewesen und ich habe ein schönes Geschenk für Anouk bekommen. Und zwar ein wunderschönes Sparschwein aus Keramik. Das bekommt Anouk. Das muss ich jetzt nur noch gut einpacken. Sehr gespannt, was die gute Nuki denn dazu sagt. Na Mensch, das sieht aus, als würde exakt passen. Es passt exakt. So. Das wird dann noch verpackt hier. So richtig mit Geschenkpapier und so ein Scheiß kommt da drum. Halt noch für meinen Sohn was. Eventuell. Zieht erstmal wieder rüber. Dann sehen wir uns gleich. Hey, yo. Stinkerst du schon wieder? Mach das nicht. Dann bist du wieder traurig nachher. Diktator. Oh. Diktator. Na, wer ist denn da? Ist das eine Katze? Kannst du mal gucken nach Gucci-Schuhen, so wie meine Vans? Ich habe nämlich gerade bei Anze gesehen. Sag welche? Ja, definitiv. In seiner Millionärsfamilie da. Zweimal getragen oder was? Also, wenn überhaupt. So Slipper? Ne, Slipper nicht. Schnürung ist schon drin. So was, aber mit einer Lasche noch drüber. Also nicht so eine Gucci-Schnalle, sondern einfach nur so eine. Ja, ich weiß. So ein Totschuh. Wie heißt denn die Sneaker-Art? Da wird wahrscheinlich ein Sneaker sein. Ja, bloß, dass die Schnalle unten ist. Da ist nur so eine Referenznummer drin. Hör mal auf jetzt, Michi, komm. Hör mal. Lass mich mal essen. Kann man ja offensichtlich immer noch einstellen. Also die Sohle nicht abgelaufen, innen drin siehst du keine Druckstelle, im Leder von innen nix, in den Knicken nix. Also das ist, würde ich nehmen. Also ich würde es auch so nehmen. Wenn sie mir passen würden, würde ich sie tragen. Also eine 43 hat er und eine 44 ist es. Der wächst ja noch. Und Fragezeichen, wächst der noch? Mit 20 aus. Wächst man eigentlich nicht mehr. Ja. Meine Markierung ist ja alles ein bisschen anders, aber. Kleine Füße, oder? Ja. Der wächst bestimmt noch 2-3 cm. Fakes? Das ist kein Fake. Sicher? Das ist kein Fake. Da bin ich mir so gut wie sicher, weil erstens haben sie die Referenznummer drin. Die macht ja keiner drin. Keiner macht die Referenznummer drin. Wisst ihr, was ich meine? Und du merkst es an. Du merkst es an Leder. Du merkst es an der Verarbeitung. Na ja, okay. Das ist. Also, wenn der Fake so gebaut ist, naja, gut, und 40 Euro. Ja, dann kannst du ja holen, erstmal gucken, ob das was ist und dann. Nein, ich kann es ihm nicht schenken, denn. Wenn es ihm nicht passt, muss ich es ihm nicht schenken. Ach so, ja, das ist klar. Tja, liebe Leute, vermutlich ist es schon wieder ein Jahr um oder so, weil meine Frau ist schon wieder auf der Suche nach Geschenken. Und ich habe gedacht, ich kann meinem Sohn Schuhe schenken hier. Die geilen Gucci-Schlappen. Aber mein Sohn hat zu große Füße. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das hier nur eine 40 ist. Jetzt habe ich sie gekauft. Macht nichts. Die sind teuer, die Schuhe. Die kosten 500 Euro neu. Ich habe jetzt bezahlt 40 Euro. Und dann stelle ich sie ins Netz drin. Da kriegst du immer noch 200, 250 für. In dem Zustand sowieso. Die sind ja wie neu. Nicht abgelaufen, nichts, ja nichts. Vielleicht 2-3 Mal getragen oder was. Immerhin. Und vielleicht können wir von dem Gewinn, von dem die Geschenke für unsere Kinder kaufen. Oder zumindest einen Teil davon. Jo! Passen ihm leider nicht. Egal. Meine Tochter will einen, habt ihr ja gehört, meine Tochter will einen Roboter haben. Und, wir haben nur noch elektronische Spielzeuge heutzutage. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Aber ich bin eigentlich nicht dafür. So ein paar Schuhe ist doch sinnvoll. Kauft man seinen Kindern ja sowieso. Aber ich meine, Gucci-Schuhe kauft man nun nicht alle Tage. Sind auch recht dünn gesät hier in Neukölln. Also Verfälschung ja, aber Originale nicht. Ich hol mal Schnürsenkel. Für meine neuen Guccis, weißt du, und Rolex. Gar nicht um. Mali, sag mal, kannst du diese Shoppingbahn abstellen bei dir rein? Nee, das stimmt nicht. Also wirklich, also bitte tu mir den Gefallen. Überhaupt keine Ahnung von Schuhen mehr. Meine Tochter könnte die bald passen, wenn die so weiter wächst. Ich persönlich finde, das ist ein sehr guter Schuh. Ich mache jetzt Fotos, stell die ein. Oder? Was hätten sie sonst damit machen? Jetzt 40 passt ihm nie mehr, müssen wir die Füße abpacken. Der Schnieker ist eingestellt, der Schnieke-Schnieker. Wir sehen uns morgen wieder. Heute war ein sehr lascher Tag, nicht viel zu tun, weil ich hatte Kinderdienst. Skadi hat ein bisschen Fieber.
Und da habe ich ein bisschen aufgepasst. Mama hatte Termine mit Lumen. Und so ist unser Mittwoch halt immer. Die permanente Wiederholung. Ich habe mir auch schon regelt. Gucci-Schlappen heute gekauft für den 40er und man bekommt, wahrscheinlich wenn man sie schnell verkaufen würde, würde man 150 nehmen und dann kriegt man sofort. Ist ja vor Weihnachten, da ist die Chance sehr groß. Hier wird morgen wieder klar Schiff gemacht, alles aufgeräumt. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Also wir sehen uns jetzt gleich im Anschluss. Ich haue das jetzt hinten dran. Zahn, raus! Ja, raus, ja! Nicht da oben drücken, sondern unten ziehen. Jetzt so runterziehen. Ja, genau, jetzt. Ja, ja. 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 Hab ihn. Lücke zeigen. Mann, was ist das denn Akt gewesen? Ist ja über Tage hingezogen. War schon so locker. Na, endlich ist der Zahn raus. Meine Tochter verliert einen Zahn. Wunderbar. Nee. Was für ein Tag. Auf geht's. Heute ist Nikolaus. Heute ist auch Nikolaus in der Schule. Ah, hat jemand eine Frage zu der Uhr hier? Zu dieser wunderschönen Bombe-Mercé. Ist ja wirklich eine schöne Uhr. Ne? Man sieht ja nicht, dass es eine Uhr ist. Es sieht aus wie so ein Schmuckarmband. Aber wie kann man aufklappen denn hier? Na, klappt man nicht auf. Zack. Und unten drunter befindet sich dann die Uhr. Mann, Mann, Mann. 5 Minuten für 2 Bilder. Ist ja unglaublich. So, das erste Frühmorgens ist erstmal YouTube checken. Wie viele Leute abgesprungen sind. Ja, irgendwie stagniert das gerade bei YouTube, warum auch immer, weil ich bin halt nicht besonders viral sozusagen, also sind nicht trendy oder sonstige. Na, wie zieht? Oh, immer realistische Geschichten ist doch viel besser. Du Quatsch. Verteilen auf dem Teller. Damit du nicht so schlingen kannst, Baby. Hier. Langsam, langsam. Mann, 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 Mann. So, jetzt sind wir hier. Jetzt mache ich erstmal Feuer an. Und dann ist jetzt mein Arbeitstag hier im Büro heute. Ach Mensch, ey. Na gut, Feuer habe ich gemacht. Das muss jetzt auch reichen. Jetzt schließe ich noch den Computer an und dann sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Dann räume ich hier wieder ein bisschen auf. Also sprich, jetzt in diesem Fall heute sortiert nur diese Regale hier durch. Hört sich langweilig an, muss aber gemacht werden. Also Computer anschließen. Und los geht's. Ja, machen wir morgen die nächste Runde. Dann heute Feierabend. Drei Stunden 15. So. Reicht denn auch? Wenn ich die mache, dann mache ich für morgen. Leg schon mal hin. Ach, das muss ich doch. Die Briefmarkenwertealbum kommt drin. Maßband, DDR-Maßband, das kommt drin. Ich muss ein bisschen ausdünnen hier, das geht nicht anders. Die zweimal Werbung, dreimal Werbung kommt drin. Die ja,
so ein Kunstposten, der kommt drin. Das bleibt privat. Das ist Gumpf. Der Gaskocher hier kommt rein. Wenn morgen wieder so 10 Artikel drin sind, dann ist das in Ordnung. Naja, und diese beschädigte oder angestoßene Göbelfigur, die werde ich wohl auch hinsetzen. Dann mache ich das hier noch. Dann ist der Tisch hier frei. Schau, unglaublich. Was haben wir denn hier? Waffenputzzeug. Mensch. Das muss auch noch weg. Das ist schon weg. Das ist schon eingestellt. Naja, gut. Das wird morgen alles eingestellt. Man, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das schaffe. So, wir sehen uns gleich drüben. Nein! Ja! Gut, ich schneide den Schlunz mal zusammen. Jetzt erstmal das eine Video. Ist ja nicht viel passiert heute. Außer Hermes. Also ich melde mich, wenn wieder irgendwas Aufregendes passiert. Ne? Also wie gesagt, Weihnachtszeit haben wir. Meine Frau macht noch Sahnebaisies. Morgen ist in der Schule von meiner Tochter, da ist Kekstag. Und meine Frau macht immer Sahnebaisies und die sind als erstes immer verkauft. Und die Kinder, die futtern sich kaputt daran. Aber egal. Das Witzige ist, jeder bringt was mit und alles wird verkauft. Man muss es wieder zurückkaufen, wenn man da welche haben will. Von. Also wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy. Charmant. Total charmant. Der charmante Mann. Der charmant. Ich bin ein echter, ein ungeschliffener charmant. Oh, genau. Ich muss jetzt, heute ist Cookie Day in der Schule, heißt Kekstag und Marlies hat Sahnebaisies gemacht und wir werden jetzt gleich in die Schule fahren und Anouk braucht wie viel Geld? 3 Euro und wir holen sie später ab, ne? Einhorn. Einhorn? Ja, Einhorn muss da irgendwo liegen. Hier liegt kein Einhorn. Ist kein Einhorn. Hast du es vielleicht zu Papa mitgenommen zum Kuscheln? Ja. Im Bett? Was so viel? Einhorn schon wieder weg. Ach nee, ich war schon in den Füßen. Der ist bestimmt geflogen. Nee, sind am Weglaufen. Die brennt durch mit Einhorn. Süße Katze. Süße Katze. Wo ist Sky? Sky, guck mal. Geld. Geld drin für Kekse von allen Leuten. Millionärskekse. Let's go. Na, dann gucken wir mal. Cookie Day in der Schule. Wir kommen. Guten Tag. Ich bin zurück. Hab meine Tochter abgegeben. Die ist total happy. Cookie Day in der Schule. Also es ist aber auch, die Schule gibt sich wirklich Mühe. Schöne Sachen immer machen mit den Kindern. Das ist natürlich toll. Telefonladekabel mitnehmen, Telefon mitnehmen. Was man so alles denken muss. Papiere. Oh, was ist denn das? Alter, was ist denn das für eine Karre? Kann man mit so einem Auto fahren, was so die Umwelt verpestet. Machen sie ja wahrscheinlich alle, aber naja. Heute steht Folgendes an. Heute ist Termin wegen Lumen. Interessiert mich natürlich auch, da will ich auch unbedingt mit. Wegen dieser Autismusdiagnose. Jetzt ist Lumen allerdings krank. Ich glaube nicht, dass Marlies sie in die Kita gebracht hat. Das ist eine Scheiße. Mal gucken. Mal gucken, was Marlies sagt. Fakt ist, wir müssen ins SBZ. Und müssen da, das ist ja schwierig, Mann, ey. Wir haben echt viel zu tun. Das ist immer, man kann das natürlich alle reißerisch auch in Szene setzen oder so, wie unser Tag verläuft, aber eigentlich, das ist nicht sehr aufregend, eigentlich so ein Tag, ne? Bloß er ist trotzdem vollgestopft mit Terminen und mit mach mal hier, mach mal da. Und wenn ich dann immer nur so die Kamera nebenbei laufen lasse, dann, wie gesagt, seid nicht sauer, dass das nicht so trendy ist wie in anderen Videos oder so. Oder wie auf anderen Kanälen. Also ich möchte das auch nicht. Ich möchte mein Leben nicht inszenieren müssen oder so, ja. Und es ist halt, wie es ist. Ich erlebe trotzdem eine Menge. Erleben wir, unsere Familie. Geht ja im Grunde genommen um die ganze Familie hier. Und naja, wenn man so die Normalität, ist der normale Alltag. Und er wird auch so dargestellt wie der normale Alltag und nicht wie irgendwas ganz Besonderes jetzt hier und jetzt. Ach, guck mal, da fährt mein Rad, mein Aufbau. Der Cruiser.
Immer noch beide Lampen aktiv, wunderbar. Und er scheint ja glücklich damit zu sein. Also, diese zwei kleinen Lampen da unten dran, so geil, ey, was ich da am Ende gemacht habe. Toll. Ach, gefällt mir. Ach, das freut mich. Das Ding Oma wieder gesehen. Naja, ja, ich mach mal weiter. Na, ich gehe mal Marlies entgegen. Warte mal, ich putze mal die Linse. Jetzt gehe ich Marlies erstmal entgegen. Ich glaube, die ist irgendwo draußen, die Kinder wegbringen, wie gesagt. Und vielleicht habe ich sie ja. Und ich muss bei Claudia Mäuse abholen. Die hat nämlich, ich habe nämlich Mäuse bestellt bei Claudia und die hat mich gestern angerufen und meinte, ey, sie hat Mäuse da. Hol ich die ab. Ich habe gesagt, vor Weihnachten wäre toll. Dann ist das gleich noch so ein Geschenk. Ein bisschen war für Marlies oder so. Mal schauen. Mann, ganz schön dicke Beule hier. Was ist denn da los? Zu viele Jessen gestern? Die Klassiker, was man so hört. Ich habe mir ein Buch gekauft. Da freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Helge Jepsen, Männerspielzeuge. Eine beinahe vollständige Sammlung lebensnotwendiger Dinge. Für den Mann natürlich. Mietzi kriegt endlich was zu fressen. Guck mal, das sieht gleich kotzt. Die kotzt sofort wieder aus. Ach, wie sie da drin haut. Und meinte, das haben wir schon gemerkt. Ach, habt ihr die durchgezählt oder was? Und ist wieder rausgegangen, das ist so bescheuert. Als wenn das nicht auffällt, das Ware fehlt. Klar hast du durchgezählt. Ja, wir haben 6 Espresso. Wie sie das so abgetan hat. Wir haben 6 Espresso-Tassen und eine fehlt. Mal lustig. Nicht wie kann man so eine Espresso-Tasse mit nach Hause nehmen? Ich nehme die mal mit, ne? Ist ein Espresso. Ich meine, wir reden von so einem Ding. Ich meine, für unterwegs, wie lange soll das dauern, so eine Espresso zu trinken? Nein, nein, kein Pappbecher, die Umwelt. Stimmt sowas. Aber mit Untertasse. Nicht. Bitte mit und ein Gedeck. Bitte ein komplettes. Ich hätte gern ein Servi. Das ist dann auch besser. Ein Espresso-Servi. Haben Sie da was im Angebot? Oh Mann, ey. Herrlich, wa? Wir ja auch. So Brainstorming. Funktioniert. Was sind zu fahren? Der ist faul. Du bist bequem. Also Marlies, wo gehen wir jetzt hin? Kannst du das nochmal erläutern eigentlich? Warum sind wir überhaupt hier? Wir gehen jetzt ins SPZ. Was ist denn das? Ein Schwimmbad? Schwimmbäderzentrum? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein kompliziertes Wort. Sozialmediatisches Beratungszentrum. Du googelst jetzt nicht wirklich. Meine Frau googelt jetzt, ja. Sozialpädiatrisches Zentrum. SPZ. Und das ist einfach ein Gespräch, wie sich Lumen entwickelt hat. Und wie hat sie sich entwickelt in der letzten Zeit? Das ist ganz gut, oder? Was wirst du da heute sagen? Ich weiß nicht. Ich möchte fragen, wie du gelaufen bist. Okay. Und wie ist es denn gelaufen? Gut. Ist alles in Ordnung? Es wie? Läuft. Sie ist geheilt. Fantastisch. Freue mich. Es läuft halt. Ne? Mal mehr, mal besser, mal schlechter. Mit Höhen und Tiefen. Ne? Na, was ist denn die Höhe gewesen? Das ist ja wohl die Höhe. Ist, dass sie zugänglicher geworden ist und dass sie gut mitarbeitet im Moment mit den ganzen Therapien auch. Na, und welches war die Tiefe? Die Tiefen sind ihre Selbstverletzenden. Macht sie das noch? Ja. Doch. Doch, sie kratzt sich immer noch Wunden auf und sowas, Tommy, ja, wenn sie ist, sauer ist. Ja, das ist schlecht. Und dann dieser Wutausbrüche, dieses andauernde Falschverstehen von irgendwelchen Situationen. Ja, sowas, das macht mich ganz schön fertig manchmal. Jeden Morgen der Stress beim Anziehen.
weil hier alles nicht behaart an Kleidung. Weil der Strumpf kratzt und so. Ja, und Hosen sind ganz schön. Hosen sind böse. Hosen sind böse. Na, wir gucken mal, was der Arzt dazu sagt, zu bösen Hosen. Hier ist ein Verkehr wie auf der Autobahn. Ja, wo? Hallo. Was, gleich die Kreditkarte raus? Das ist ja, also, ist ja. Ich wühle noch. Was? Oder ein Kassel? Hier. Ja, dann. Okay, danke. So, jetzt schon wieder Knöpfe auf E-Mail drücken. 3 Euro wollte der Bucher haben. Und Ergebnis? Was sagst du? Immer nett dort. Immer netter. Verdienen sich dumme Teppich da mit ihrer Parkkasse. Alle drunter reden. Ja. Von der Seele quatschen. Kaffee. Ach so, die machen noch mal einen Weihnachtsmarkt. Das war der Keksmarkt, muss man ja auch wissen. Cookie Day. Cookie Day. Cookie Day bedeutet. Das sind die Sponsoring mit Cookie Dent gleich mit den dritten 10. Backen und Kekse mitbringen und die werden dann wieder verkauft an die Eltern und Schüler und das Geld kommt, also kommt dann der Schule zugute. Und den Kindern, die dann wieder irgendwas von finanzieren Kinder. Und bezahlen und was Tolles. Genau, ist eigentlich eine nötige Sache. So was gibt es natürlich. Mama, der Schnee, da war sogar ein Schneemann. Nur an Privatschulen mit Millionärseltern. YouTube-Millionär. 50 geworden. 20 geworden. Ich bin 40 geworden. Ich passe in der Anteil da. Still not dead yet. Jetzt holen wir noch einen Weihnachtsbaum. Ja! So, alle zu Hause. Tür zu. Als ob das hier ihr Haus ist. Jo, also wir sind alle zu Hause angekommen und jetzt werde ich mal die Tage zusammenschneiden. Weihnachtsbaum haben wir ausgesucht. Jetzt muss nur noch eine Ecke hier in dem Zimmer freigemacht werden, wo der Weihnachtsbaum stehen kann. Weil bei uns ist alles ein bisschen enger. Wie gesagt, zu fünft in 2 Zimmern, das ist schwierig. Und beide Zimmer sind Kinderzimmer. Das ist halt schwierig. Also... jetzt noch einen Weihnachtsbaum damit zu integrieren, ist am schwierigsten, aber es wird funktionieren. Wir werden es schaffen. Stimmt's? Ja. Genau. Also, du machst deine Hausaufgaben? Fantastisch, was ist denn da los? Meine französische Hausaufgaben. Oh, französisch. Na denn? Wort, guck mal, Papa. Jede Zahl, jedes Wort in einer anderen Farbe ausmalen. Zero, un, deux, trois, quatre, quatre, six, cinq, sept, six. Zero, un, deux, das eine ist kaum verschlungen, kommt das nächste schon an den Start. Ah, ich sehe es, genau. Ich schneide jetzt zusammen, wir sehen uns morgen wieder, eventuell. Mal sehen, mal schauen. Papa, ja? Guckt, wie wir den Weihnachtsbaum schmücken, oder? Die Kamera guckt dann wieder zu, wie wir den Weihnachtsbaum schmücken, ja. Wir sehen uns morgen, macht es gut, bis dann. Ciao, euer Tommy.